Wie es so immer ist, es kommt vor, dass man dann doch irgendwann mal nicht mehr das hört, was man eigentlich hören will. Und dann kriegt man eben stärkere Hörgeräte und so ging das so alle 5 Jahre weiter, bis wie gesagt, das also nicht mehr ging und ich mir neue Hörgeräte wollte aufschreiben lassen. Ja, und da hat meine Hörgeräteakustikerin gesagt, also wir haben schon das beste Gerät, was es gibt. Es gibt nichts Besseres. Ja, nun für sich ist es ungefähr vor 4 Jahren, da hat meine Tochter zu mir gesagt, sag mal, willst du dir denn nicht auch ein CI machen lassen? Erst hat sich das echt blechern angehört, also als wenn ich in irgendeiner Zelle drin bin und habe gedacht, meine Güte, das soll das hören sein, das ist ja fürchterlich. Aber das hat sich mit der Zeit gegeben und es ist immer besser geworden und nach jeder Einstellung wurde es immer besser. Und ich muss sagen, ich bin heute sehr zufrieden damit. Also es ist über ein Jahr gegangen, die Einstellung. Ich gehe heute noch zur Einstellung manchmal. Und ich möchte mal sagen, ich habe vorher 90% nichts gehört. Nur 10% habe ich was gehört. Damit kann man nicht stören. Und der Arzt hatte mir gesagt, also wenn es gut geht, kann ich bis auf 80% hin aufkommen. Und das habe ich auch geschafft. Und ich möchte mal sagen, das war also, das ist wie Tag und Nacht, ja. Wir waren im Urlaub und wir sind an einer, wie soll ich sagen, das ist eine Band gewesen mit Trompeten. Und das Kind hat keinen Ton, nicht gezuckt. Nichts, gibt es ja immer diese Dinger, die da zusammengeschlagen werden, ich weiß nicht jetzt, wie die heißen. Und die hat nicht gezuckt, nichts. Aber jedenfalls hatte sie nachher eine Operation im Krankenhaus und hat ein CI bekommen. Und dann wurde das auch eingestellt und nach diesen Einstellungen wurde es immer besser. Und ja, ich weiß nicht, wie alt sie da war, ob sie da 4 Jahre war oder 5, als sie das zweite bekam. Und jetzt hört sie das Gras wachsen. Jetzt ist sie so, dass sie wirklich, sie hört noch besser wie ich. Ja? Also sie können auch hören, wenn es um eine Ecke ist. An und für sich ist es sehr wichtig. Denn sofern ich die Wohnung verlasse, muss ich mich auf mein Gehör verlassen. Da muss ich wissen, ob was von rechts oder von links kommt oder ob überhaupt was kommt. Da muss man sich schon drauf verlassen können. Und da kann ich mich drauf verlassen, denn ich höre es von rechts kommen und ich höre es auch von links kommen. An und für sich ist es schon sehr wichtig, dass man das alles hört. Ob da was runterfällt oder so, oder das ist sehr wichtig. Zum Beispiel, wenn ich jetzt, jetzt mal von zu Hause nur den Wasserhahn aufdrehe und vergesse, den zuzumachen, das hört man. Ja? Sonst habe ich das nicht gehört. Mir ist dadurch schon ein sehr großes Malheur passiert mal. Und zwar ist mein Boiler übergelaufen und alles durch die Decke. Ja, das war, wo ich noch nicht so gut gehört habe. Ob jetzt meine Enkelkinder mich ansprechen oder meine Tochter oder fremde Leute, wenn ich nicht antworten kann, wenn ich nicht gehört habe, dann sagen die, oh mein Gott, ist die doof? So wird man eingeschätzt, wenn man nicht richtig antworten kann. Und deswegen finde ich das sehr wichtig. Ja, das ist mein Lieblingssänger. Eigentlich eine Erinnerung an frühere Zeiten, die schön waren.
Ja. Die waren schön, die Zeiten, und da erinnert man sich gerne dran. Und deswegen höre ich die gerne. Natürlich nicht immer, stets und ständig, aber wenn ich dann lustig bin, dann höre ich die. Ich habe dadurch mehr Kontakte und kann mich auch unterhalten, was ich früher nicht konnte. Ich habe immer nur da gesessen und habe gesessen eigentlich und konnte nicht antworten, weil ich den richtigen nicht gehört habe. Und das ist jetzt nicht mehr. Und das ist schon viel Lebensqualität mehr. Und man fühlt sich wie ein anderer Mensch auch. Sonst hat man sich richtig abgesondert gefühlt.